Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. Und heute machen wir mal den Test. Und zwar werden wir mal mit einer Prostituierten schnackseln. Und dafür könnt ihr natürlich in GTA 5 Online verlassene Straßen aussuchen. Und dort gibt es besonders viele Nutten, Prostituierte, das älteste Gewerbe der Welt. Nutten, nennen wir es jetzt mal nicht, wir nennen sie mal Prostituierte. Hey, moin moin! Die machen auch einen Job. Ach so, wir müssen uns jetzt hier ein abgeschiedenes Plätzchen suchen. Und das werden wir auch finden. Ich werde natürlich das in First Person machen. Wir fahren jetzt da hinten hin. Da kann man auf jeden Fall guten Sex haben. So. Okay. Ihr haltet an. Let's find some place nice and romantic. Was? Ficken? Ach so. Ja, wahrscheinlich sind wir hier noch nicht so abgeschieden. Oh ja. nehmen wir mal das teuerste. YouTube Money regelt's. That's it. Hit it. Oh. That feels so good. Also. Son of a bitch. Was, bitch? You filthy son of a bitch. Was für eine Bitch? I'm so hot. Da wackelt das ganze Auto. All of it. Oh, kann ich jetzt nicht umswitchen in eine andere Perspektive? Ja, was soll man dazu sagen? $100? Hätte ich... Geldverschwendung. Hi. Wow. You came really hard. Do you wanna add some dessert? Alter, was ist mit deiner Zunge los? Ist ja total verpixelt. So, was gibt's hier noch was? Ja. Ist das das gleiche, was ich gewählt habe? Ich bin nicht sicher. Komm, ich will aufhören. Kann ich auch irgendwie betatschen oder so? Nee, das geht nicht. Ihr seht, in GTA 5 ist alles möglich. Und natürlich in der First-Person-Ansicht sieht das natürlich ein bisschen besser aus als jetzt auf der PS3 oder auf der Xbox 360, wo man einfach nur ein bisschen was sieht. Aber hier sieht man schon ein bisschen mehr. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns dieses Geld auch zurück. Die Prostituierte ist weg. Warum? Ah ne, sie ist nicht weg. Ich dachte gerade. So, jetzt werden wir diese Prostituierte einfach mal killen. Da, wo keiner sie... Erstmal gucken, ob uns jemand hier verfolgt. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel die Pistole nehmen, um sie zu killen. Gefechtspistole. Auch eine wunderschöne Waffe. Ein Baseballschläger haben wir noch. Das ist auch eine schöne Waffe. Oder wir nehmen einfach klassisch die Axt. Da müsst ihr aber wirklich auch schnell sein. Und auch die Axt aktivieren. Also schnell zuschlagen, das ist ganz wichtig. Weil wenn die schreit, dann habt ihr ein kleines Problem. Aber ich glaube, die schreit nicht mehr. Also meine Pistole hat nichts entdeckt. Meine Sniper. Hier ist niemand. Ich höre hier nur so komische Geräusche.
von der Pumpanlage. Aber ich will eigentlich einen ausnocken. Genau. Halt an, halt an, halt an. Oh! Neues Ziel! Ich schätze mal so 280 bis 300 Meter entfernt. Bingo. Er lebt noch. Aber schwer verletzt. Fuck. Jawohl. Getroffen. Jetzt kommt gleich der Krankenwagen. Da werden wir aber mal eine kleine... Ja, da werden wir mal eine kleine Show abliefern, wenn der Krankenwagen gleich kommt. Und zwar mit diesem guten Stück hier. Zeig dich mal. Ja, genau. Schauen wir uns mal den Killer an, wenn er nicht schon weg ist. Oh nein, was drücke ich hier wieder für eine Scheiße? Ich glaube, der Kill war auf jeden Fall angenehm schön. War zwar nicht der klassische Sofort-Kill, also nicht sofort getötet, aber naja, immerhin. Ja, da sind noch so zwei Homies. Das sieht man schon in GTA 5. Gibt es enorm viele Details. Und zwar im Online-Modus, was ja auf der PS3 so gut wie nicht möglich war. Ich weiß gar nicht, ob es sogar Prostituierte gab. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, Mann. Jetzt knallen wir noch ein paar Prostituierten ab. Und ich sage auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4. Und ciao.